vorgestellt. Sigma Theory oder Theorie, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wir erstellen hier einen neuen Account. Wir sind erstmal männlich. Unser Vorname ist Ass. Oh, da war ein J dabei. Ass. Okay. Und unser Nachname, wenn wir die Shift-Taste drücken, dann kommt das wunderbare J da raus. Dann machen wir da das so und machen dann das J wieder weg. Und wir sind Deutsch. Deutsch erste, der erste deutsche Wissenschaftler kann in jedem Fachgebiet tätig sein. Wir gehen weiter. Ehepartner ist dann weiblich und wir können keinen zweiten Deutschen machen. Da müsste man sich dann entscheiden. Amerikanisch, Russisch, Chinesisch, keine Ahnung, was ist das? Indien, Französisch, Britisch, Türkisch und Korea, genauso wie Japan. Aya Kojima. Mein Avatar konnte ich gar nicht so auswählen, oder? Warte mal, lass mal nochmal zurückgehen. Ne, da ist leider nicht. Das sind dann definitiv wohl wir. So, dann gucken wir mal. Ne, die ist doof. Die sieht auch nicht schick aus. Ich gucke jetzt. Oh, die ist aber auch da aus China, ne? Das ist nicht so mit Piercing meins. Das Französische mit dem. Ach so, hier unten gibt es dann auch noch welche. Alles klar. Die ist ja süß. Gucken wir mal nochmal durch hier, was wir hier so alles so zu bieten haben. Liberty Red. Okay. Da hätten wir noch Zulu Yuang oder so ähnlich. Da gibt es noch Rani Zinta und Pavena Sinja. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, ob es richtig ist. Cassandra Salva, Julie Tanak, da haben wir Katie Dyer, Margaret Popplewell, interessant. Hier haben wir Elze Gürdak und Nurul Sabanzi, keine Ahnung, Banden, kein wie das ausspricht. Hier Opai Sorikyong und in Japan haben wir noch, was ist das denn hier, Masaki Kimura, fährt die Motorrad oder was? Fumiko Shoda. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Ich glaube, die sieht ganz pfiffig aus, ne? Gehen wir mal weiter. Jo, dann ist das geklärt. Nächster Schritt. Oberst Reiter, okay. Überspringen wollen wir nicht machen. Weiß nicht, ob das der Boss ist. Ich bin Otto von Lesnar und ich habe Ihre Stationierung auf diesem Posten beauftragt. In den nächsten Monaten werden Sie in erster Linie mit mir unterstellt sein. Also aufgrund ihrer Expertise sowohl in der Organisation verdeckter Operationen als auch in diplomatischen Verhandlungen werden sie mit der Leistung der Spionagearbeit beauftragt. Allerdings hat die deutsche Regierung noch viele wichtige Missionen für sie. Vor einigen Tagen hat die wissenschaftliche Gemeinschaft die sogenannte Sigma-Theorie ausformuliert. Eine Methode, die den wissenschaftlichen Fortschritt rapide beschleunigt und das Potenzial besitzt, die Welt ins Chaos zu stürzen. Innerhalb weniger Wochen werden wir die Entwicklung neuer Waffen von erschreckender Macht erleben. Neue Werkzeuge und Technologien werden die Wirtschaft und den Energie- und den Transportsektor sowie die Gesellschaft und den menschlichen Verstand selbst auf den Kopf stellen. Unsere Zivilisation wird sich vollkommen verändern. Die deutsche Regierung möchte die Sigma-Theologien monopolisieren. Das Land, das Sigma beherrscht, wird auch die Welt beherrschen. Ihre Mission entschlüsseln Sie das Technologie mit der besten Wissenschaftlern auf Ihrer Seite, an Ihrer Seite. Tun Sie gemeinsam mit Ihrem Team aus Agenten, was getan werden muss, und setzen Sie Überzeugungskünste, Diplomatie und auch Gewalt ein, um die wenigen in dieser Fachbereichen tätigen Wissenschaftler unter Ihre Kontrolle zu bringen. Derzeit arbeiten zwei von Ihnen in unserem Labor oder Laboren. Wir statten Sie außerdem mit einer Überwachung und einer Kampfdrohne aus, um Ihre Einsätze zu unterstützen. Darüber hinaus befähigen wir Sie, eigenständig mit den Diploten einer Nation zu verhandeln. Ich überlasse Ihnen nun Ihre taktischen Operationen, damit Sie mit der Rekrutierung Ihres Teams beginnen können. Na dann. Nach der Enthüllung der Sigma-Theorie hatte mich Deutschland mit der Leitung einer neuen geheimen Operation beauftragt, die den klassischen Geheimdienst mit wissenschaftlichen Forschungen und internationalen Diplomatie verknüpft, um die Interessen unseres Landes durchzusetzen. Meine erste Aufgabe ist der Rekrutierung von der 4 Agenten aus einer Datenbank mit den besten verfügbaren Kandidaten. Ich benötige ein professionelles Team mit 3 breit gefächerten Talenten, so dass ich bei Bedarf sowohl mit Gewalt als auch mit Raffinesse agieren werde. Hier ist die Liste der Verfügbaren, dann sehen Sie uns mal Ihre Fähigkeiten und wählen Sie besten von Ihnen aus. Eine dieser Agenten arbeiten für gewöhnlich nicht für Regierungsinitiativen. Selbst wenn die Bezahlung stimmt, bevor ich den nächsten Agenten rekrutiere, sollte ich mir das Profil genau durchlesen, um zu verstehen, was diese Person motiviert.
Ja, was haben wir denn da so? Das ist jetzt ein Chinese oder wie? Das ist Intelligenz und das ist Kraft, würde ich jetzt mal so sagen. Punkt 8, 8, 8, 8, 8. Jiao Tao Xu, Verführungskünstler. Loyal, stur. Loyal ist gut, stur. Verführungskünstler könnte man natürlich dann jemand anders mit kriegen. Jetzt müssen wir die Plätze voll kriegen. Hier haben wir einen Intelligenten, der aber schwach ist. Das wäre ein ausgeglichener hier, ne? Da müsste man jetzt mal gucken. Da unten gibt es auch noch mehr, die noch gar nicht freigeschaltet sind. Die kommen dann wahrscheinlich später, wenn das Spiel weiter ist, oder man kann welche freischalten. Tiger hört sich auch ganz nett an. Messerkämpfer, robust, aalglatt. Okay. Der ist stark und ein bisschen intelligent. Schwarzer Gürtel, patriotisch, beeinflussbar, ehrlich, Pazifist. Beeinflussbar ist ja schon mal negativ eigentlich, ne? Zielschütze. Draufgänger, arrogant, Exfiltrationsexperte und Glücksbringer. Unglücksbringer wollte ich jetzt nicht so wirklich, aber vielleicht bringt er dann auch anderen Unglück oder so. Keine Ahnung. Hacker. Oh, hat schon in ganz vielen Ländern schon Haftbefehle. Aufklärung, okay. Das muss man vielleicht auch noch beachten, ne? Hier nichts mit Haftbefehle. Aufklärung in der Türkei. Fluchtexperte, verschwiegen, Unglücksbringer, Zielschütze, Schmuggler. Ja, der wird schon zu viel gesucht. Haftbefehl hier, keiner. Aufklärung in Amerika. Aufklärung in Korea. Was macht sie hier? Sie ist intelligent und kann in drei Ländern aufklären. Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Pazifist, beeinflussbar, methodisch, Einzelgänger. Ist dann wieder die nächste Frage, ne? 7 und 6, Espoir. Frankreich und England Aufklärer, Elite, Pazifist, schwarzer Gürtel, ehrlich, Exfiltrationsexperte, aalglatt. Ich glaube, sie könnten wir mal rekrutieren. Warum sollte ich für sie arbeiten? Ich gehe in eine Gelegenheit an dem Sigma-Projekt zu arbeiten. Das ist ein brennendes Ziel. Ich will eine bessere Welt schaffen. Ich repräsentiere ihre beste Chance, um etwas mit ihrem Leben anfangen zu. Was wirklich zählt. Das ist eine Britin. Hat aber hier die französische Fahne. Sehr interessant. Sie glaubt an das Gute im Menschen. Argumente vorgelegt hat, die sie überhaupt erst auf die Anklagebank gebracht hat. Oh, da muss man auch viel lesen, ne? Ja, das ist so eine Rechtschaffende, ne? Elite. Ich möchte eine bessere Welt schaffen, das würde dann passen. Ah, siehst du, dann hat es ja schon geklappt, oder? Wunderbar. So, dann haben wir sie, die da 7,6 hat. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Er war hier mit. Ah, der hat einen Haftbefehl auch in China, okay. Ich möchte jetzt niemanden mit Haftbefehl haben, erstmal. Verführungskünstlerin, prominent und inkognito. Inkognito ist natürlich cool, ne? 5,4 ist auch ein bisschen ausgeglichen. Als schönste Frau aller Zeiten angesehen. Die hat natürlich gute Kontakte dann. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Probieren wir das doch mal, oder? Sagen Sie mir nicht, Sigma würde an der Unterwelt
spurlos vorübergehen. Ich präsentiere ihre beste Chance, um etwas mit ihrem Leben anzufangen. Und das brauchen wir nicht. Es gibt nur noch eine Lektion, die sie abzuhandeln, wenn es darauf ankommt. Das heißt, das oder das? Ja, doof ist die ja nicht, ne? Und sagen sie mir nicht, dass Sigma. Ich glaube, ich nehme das obere. Aha, okay, das war's dann wohl bei ihr. Gut. Gamera. Das ist ein Hacker, Einzelgänger. Oh, ein Hacker können wir definitiv noch gebrauchen. Einzelgänger sind es klar, dass er ein Hacker ist und arrogant ist er auch, aber da können wir mit umgehen, denke ich. Ja. Naja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel lesen. Einzelgänger, Rand und Hacker. Möchten Sie hinter Ihrem Schreibtisch versauen oder etwas für diese Welt? Oder etwas für diese Welt tun? Das würde passen für den Einzelgänger, der Hacker ist. Das hier ist natürlich auch was, ne? Tja, nochmal hier lesen ein bisschen. Um auszuwählen, als Black Hat Tracker aufgegeben, was ihm einer sehr komfortablen Lebensunterhalt beschert hat. Den Verdacht, verschiedene cyberterroristische Akte gegangen zu haben. Was machen wir mit dem? Also das. Das glaube ich nicht. Es ist Zeit, dass sie für ihre Überzeugung einstehen. Ne, er hat doch hier schon das Hackerleben aufgegeben. Also dann will ich mal das nehmen. Okay, das war's dann auch, leider. Sie haben wir schon rekrutiert. Ich würde nochmal hier reingucken. Beeinflussbar ist natürlich gefährlich, ne? Nee, dann lassen wir das mal hier immer noch. Ist das nicht auch noch ein Hacker? Ja, das ist auch noch ein Hacker. Cleansing überstürzt, aber der wird schon überall gesucht. Slavik, leider ist es das wahrscheinlich, aber so ein Hacker wäre schon nicht schlecht. Gibt es noch andere, die Hacker sind? Achso, die haben wir schon rekrutiert. Tja. Achso, Elite kann man nur einmal rekrutieren und das haben wir schon geschafft. Alles klar. So, dann müssen wir mal weiter nochmal schauen. Führungskünstler, loyal, stur. Zielschütze, Führungskünstler, Rennfahrer, doppelzüngig, ehrlich. Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Diese Zone ist niedrigen Alters, bringt die ideale Voraussetzung. Probieren wir es da mal. Tja, das ist jetzt schwierig, ne? Muskelkraft hat er ja, so ist er ja nicht, ne? Vielleicht nehmen wir das mal. Ja, irgendwie sind wir da gerade nicht so gut mit unterwegs, ne? Ja, die ist beeinflussbar, ne?
Den immer. Okay. Vielleicht kriegen wir hier noch den aalglatten Messerkämpfer. Kriegen wir den denn, hm? So, da haben wir den auch noch. Jetzt fehlt mir nur noch einer. Oder eine. Elite sind die mit den Sternen. Da hätten wir den jetzt noch. Und hier sind noch welche. Zielstrebig, Draufgänger, Arrogant, Exfiltrationsexperte und Glücksbringer. Ich werde ihn mal hier versuchen anzuheuern, obwohl er in 5 Ländern kein Zuhause haben wird. Russland, Amerika, Frankreich. Ja, komm. Probieren wir's. Wenn sie mir diesen Gefallen tun. Na, schade, den haben wir auch nicht gekriegt. Aha, jetzt kriege ich einen zufällig noch zugewiesen dann. Ach, guck mal, ich glaube, das ist die Dame, die eigentlich abgelehnt hat, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Diese Karte verschafft Übersicht der Glühanlage und unsere Missionen. Okay. Oh, sieht doch ganz nett aus, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, was wir hier für eine Übersicht haben. Also wir sind wohl alle in Deutschland. Hier sind 2 unserer Wissenschaftler und wir müssen jetzt gucken, dass wir da noch mehr dazu kriegen. Hier ist da noch jemand? Ja, jetzt ist die Frage... Das sind meine Arbeitgeber. Warte, wer ist der Arbeitgeber hier? 50%. Ach so, okay. Ja, dann fliegt man raus, wenn man hier also einen schlechten Wert stehen hat. Und die anderen haben auch Vertrauenswerte, die man hier sieht. Okay. Okay, das ist klar dann. Verhandlungsgeschick oder was ist das rechte? Links ist das dann... Ja. 50%, das ist wohl hier Verhandlungsgeschick. Und das haben wir hier 49, 39, 52, 63. Wo ist denn die Weltuntergangsuhr? Da oben. Ja, das ist die internationale Spannung, ist bei minus 15, oder wie sehe ich das? Okay, diese Schaltfläche hier oben gibt die Summe an. Okay. Kann man aber jetzt nicht wirklich was auswählen. Außer das. Das ist das Optionsmenü. Ich habe eben eine Tabelle. Da sind Beziehungen dann drauf. Können Sie verschiedene Spieleinstellungen anpassen? Das haben wir gerade schon gesehen. Hier haben wir nochmal eine Summe. Wir müssen also 15 Technologien kriegen. Wir müssen schneller sein wie die anderen. Ah, jetzt schicken wir erstmal Leute irgendwo hin. Ja, was machen wir mit ihr?
Kann ich sie denn mal irgendwo angucken? Ne, das geht nicht. Der Agent wird versucht, auf dem Schwarzmarkt eine nicht zurückgewirkte Waffe zu erwerben. Komm, wir machen erstmal das. Wir gehen mal nach dort, weil sie ist, glaube ich, Amerikanerin, ne? Er war Brite. Aha. Dann schicken wir ihn doch mal. Geht das jetzt nicht? Interessant. Wir können nur einen verschieben, oder was? Okay. Geht. Ah, geht jetzt dann nochmal. Also, nee, sie war die Französin, sie ist die Engländerin. Naja, jetzt auch egal, oder? Können wir das nochmal zurück machen? Wohl nicht, ne? Okay, er war auf jeden Fall der Brite, der geht jetzt mal dahin. Deutschland, Großbritannien, was ist das? Er muss seine Schusswaffe abnehmen, um schneller reisen zu können. Infiltration, warte mal, was können wir denn... Ach so, das heißt... Verwendet Verstand. Ja, das ist halt so. Ich will aber keine Schnellreise. Machen wir Infiltration. Fertig. Und hier haben wir die Dame, die... Ja. Wo schicken wir sie denn hin? So, gut, Japan macht schon mal was aus. Schicken wir sie mal dahin. Machen wir das so. Ob das gut ist oder schlecht ist, weiß ich natürlich nicht. Und dann haben wir hier noch sie. Überwachungsdrohne und Kampfdrohne. Und sie schicken wir mal einfach nach Russland. Fehler melden, das ist dann wahrscheinlich für das Spiel. Da können wir die Runde beenden. Und was ist jetzt? Jetzt ist die Frage, was wir machen, ne? Machen wir mal Runde beenden. So, die kommen überall an. Und dann gibt es Benachrichtigungen. Ich glaube, das ist ein Forscher von uns da oben, ne? Und wir haben hier 8% und da auch 8%. Und das ist nicht viel. Müller eingetroffen, erwarte weitere Befehle. Ich bin in Moskau eingetroffen, erwarte weitere Befehle. Und sie ist in Washington eingetroffen, erwarte weitere Befehle. Okay. Dann... Wollen wir hier vielleicht einen Sigma-Wissenschaftler finden, weil da soll es ja wohl zwei geben, ne? Medizin, weiß nicht, was das ist. Machen wir das mal sauer. Geht das? Achso, ich muss auf das Porträt klicken, um eine Mission zuzuweisen. Verfügbare Ziele ist Susan Harris. Wissenschaftler finden. Ja, das wollen wir ja. Kann ich jetzt hier was aufklären? Okay, wahrscheinlich müssen wir erst weiterklicken. Hacking ist klar. Aufklärung ist auch gut. Okay, und ich denke, wir sollten mal einen Wissenschaftler finden. In zwei Tagen gibt es einen Bericht. Profil, okay. Ja, Aufklärung kann sie ja machen, ne? Machen wir mal. Gut. Sie ist also beschäftigt. Jetzt kommen wir zu ihm. Er kann da auch mal einen Wissenschaftler finden. Und auch in zwei Tagen. Alles klar. Und sie hier, was macht sie? Sie kann wahrscheinlich gar nicht hacken oder sowas, aber... ziemlich intelligent.
Vielleicht sollten wir hier mal Aufklärung betreiben. So, das ist geklärt. Sie ist noch unterwegs. Eine Überwachungsdrohne. Können wir die mal da einschicken? Ja, da müssen wir mal gucken. Exfiltrate erfassen. Ja, wenn wir. Ach so, die macht. Nee, dann ist das vielleicht das falsche Ziel. Vielleicht ist da das bessere Ziel. Und das hier? Okay, das lassen wir sein. Das brauchen wir jetzt nicht. Gut, ihn haben wir gemacht. Er ist unterwegs. Das sind unsere vier Leute. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon wieder eine Runde weiter. So, 15:15. Achso, das war letzten Monat. Das hier oben ist also das Neueste. Ich weiß nicht, kann man es wegklicken? Nee. Also das ist ein bisschen besser geworden, aber sonst nichts. Jetzt haben wir sie hier. Aber sie ist noch nicht angekommen, glaube ich. Gut, dann geht's eine Runde weiter. So, jetzt ist sie da. Hier sind wir schon mal zweimal weiter, das ist schon mal gut. Ja, das ist doch mal was, ne? Okay. Aha, unsere romantische Beziehung wurde gestärkt. Das ist doch schön, oder? So, jetzt haben wir hier endlich eine. Meine Agentin hat eine Wissenschaft in einer ausländischen Sigma-Division gefunden. Ich sollte die Aktion anklicken. Okay. Mal sehen, was mein Agent für eine Wissenschaft herausfinden konnte. Ja, nix, oder wie? Okay. Ja, da müssten wir jetzt mal weiter gucken, ne? Entführen, verführen, bestechen, überzeugen. Wir können sie natürlich auch entführen, aber es ist fragwürdig, ob diese Person danach noch ihre beste Arbeit abliefert. Genau. So oder so ist diese Person zum Greifen nah. Ja. Erster Schritt will. Entführen? Nee. Ja, wir machen erstmal das, ne? Wir müssen mehr rausfinden. Zwei Tage gibt es weitere Berichte dann. So. Das war sie, sonst war ja nix, ne? Was haben wir denn hier, die Summe? Okay, da geht also. Da kann man hier schon sehen, was man geschafft hat. Das ist das. Wenn ich eine Technologie erforscht, die bereits von anderen entdeckt wurde, kann ich sie rückentwickeln. Die Rückentwicklung bestimmt meinen Forschungsfortschritt. Okay. Ja, das jetzt hier. Ja, wir forschen da und forschen hier. Das ist schon mal okay. Wir müssen nur mehr Wissenschaftler haben, um alles zu erforschen. Was haben wir hier noch? Achso, da können wir unser Team sehen, mal. Mein Ehepartner, alle. Agenten, Wissenschaftler haben wir da auch. Die kann man sich dann nochmal angucken. Bestechlich, männerfeindlich, loyal, vielseitig, okay. Man muss auch aufpassen, dass die nicht abgeworben werden, sozusagen, wahrscheinlich dann. Okay, hier haben wir noch Diplomaten, die kann man kontaktieren. Mhm, was machen wir dann? Weiß ich nicht. Türkei. Susan Harris. Eigenschaften können im Frieden USA kontaktieren. Vereinbaren wir ein Gespräch. Machen wir mal einfach. Okay, das ist da. Der Termin ist auf dem Tag gesetzt. Da gibt's noch nichts. Und da gibt's auch noch nichts. Das sind unsere Agenten, die schon beschäftigt sind.
Gut, dann haben wir das auch geklärt. Was haben wir hier noch? So, das Fenster muss man erschließen. Oder wie sehe ich das? Achso, wir müssen das erst anklicken. Okay. Die haben eine Akte. 47 männlich, Präferenz männlich, Eigenschaften, kompromittierten der Akten, Diplomat, okay. Ja, gut. Dann wissen wir da was mehr von. Das war das. Gehen wir wieder auf die Weltkarte zurück und dann sehen wir, dass das alles sozusagen zu machen ist, was wir tun müssen. So, Ziel ist klar, wir müssen diese Sigma-Theory schaffen. Wir müssen gucken, dass wir hier, ja, Wissenschaftler finden, die uns weiterbringen. Und sonst, gute Frage, ne? Gehen wir mal eine Runde weiter. Nee. Welche? Ach so, hier sind noch zwei. Gut, dann machen wir das mal noch schnell. Verfügbare Ziele. Weiter identifizieren, macht Sinn. Diese Person wird das wahrscheinlich auch noch machen müssen. Sie ist dann auch in zwei Tagen soweit. So, jetzt geht's weiter. Und da sind wir bei 30% fast. Sie hat ihre Umgebung gründlich ausgekundschaftet. Wo war sie denn? In Russland. Ah, da ist jetzt gerade nicht so viel los. So, dann haben wir hier wieder was. Aber da gibt's nichts. Machen wir Wissenschaftler finden. Die anderen sind alle beschäftigt. Das bedeutet, wir können jetzt weitermachen. Und jetzt kommt auch gleich das Treffen auf uns zu. 38%. Da gab's jetzt Daten. Astrophysik und sowas, okay. Ja, das war jetzt hier, ne? Okay. Um ein Treffen zu vereinen, muss ich mit dem Mauszeiger über das Land fahren und den Kontakt klicken. Kontaktieren, okay. Gespräch vereinbaren, machen wir dann mal. Dann gehen wir hier weiter. Ah, Professor Geller. 64 weiblich, männlich, tugendhaft, ungebunden. Identifizieren. Wir haben eine Dame drin, das funktioniert also nicht. Weitere Informationen. Braucht man nicht, wir haben ja jetzt schon genug. Überzeugen wir die doch, oder? Schauen, was dabei rumkommt. Dann haben wir ihn hier. Er soll noch weiter aufklären. Kann er aber nicht. Identifizieren machen wir da mal weiter. Das haben wir hier noch. Und machen wir da noch weiter identifizieren. Dann ist die auch beschäftigt. Und hier haben wir jetzt einen Termin gemacht. Ich denke, wir können dann in die nächste Runde. So, 45-45. Sie hat wieder die Forschungslage infiltriert. Nee, das war jetzt jemand anders. Das war vorher sie, jetzt ist es sie. Eine Alarmstufe ist gestiegen. Die sind bei 60%, weil sie ein bisschen entdeckt wurde. Und das ist schlecht.
taktische Drohne unterstützen. Mein Land, Japan, führt gerade eine militärische Operation in Libyen durch. Es wird unsere Beziehung verbessern, wenn sie uns mit ihrer taktischen Drohne unterstützen. Okay. Gut. Susan Harris. Beim diplomatischen Job lässt sich die Beziehung zu einem Land verbessern, aber sie können auch Forschungsergebnisse gewonnen oder sogar Wissenschaft ausgetauscht werden. Es ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem sich Kriege womöglich für die beenden. Okay. Mhm. Gut, dann müssen wir mal gucken, was wir hier so fragen oder nicht fragen, ne? Aber erstmal so einen blöden Spruch. Mhm. Wissenschaftliche Vorteile, Alarmstufe senken. Zugriff auf Forschung, Austausch von Wissenschaftlern. Nee, Alarmstufe senken wäre ja vielleicht schon mal nicht schlecht, ne? Ja, zu vielen Gefallen. Hat nicht geklappt. Okay. Jetzt müssen wir die Drohne zum Einsatz bringen in Libyen. Kampfdrohne. Wir können ja mal die Kampfdrohne hinschicken, oder? Ja. Gut, das ist noch beschäftigt. Sie ist frei geworden. Was hat sie herausgefunden? Noch jemanden gefunden? Okay. Könnt ihr mal eine Waffe finden? Okay, dann machen wir das anders. Dann identifiziere doch mal diese Person weiter. Und morgen geht's dann bei ihr weiter. Und dann sind wir schon mit allen beschäftigt. Die Drohne schicken wir. Ach so, warte mal. Sie war ja diejenige, die aufgefallen war. Vielleicht ist es besser, sie zurückzuziehen. Ich glaube, wir machen das besser. Weil da waren 60% Alarmstufe. Das ist nicht gut. Wenn das mehr wird, würde ich sagen. Ein Doppelagent haben wir da. Kobayashi Mai. Und er hat auch was geschafft. Und sie auch. Alle haben was geschafft. Das ist doch immer gut. Gut, okay. Dann haben wir jetzt hier Professor Geller. Machen wir mal. Exfiltrieren. Und dann, was müssen wir jetzt machen? Ziel ist, ich will daran, den Agenten auf dem Weg zu seiner Extraktion zu begleiten. Je diskreter der Agent vorgeht und je weniger Gewalt verursacht, desto höher sind die Erfolgschancen. Okay. Dies ist die Alarmstufe der Behörden. 50%. Okay. Waffen haben wir keine. Ja, wir versuchen natürlich unentdeckt zu bleiben. Eine Drohne. Können wir aber jetzt nicht hier als verfügbar nennen. Okay, und dann haben wir hier noch Organisation. Wenn wir eine gute Beziehung zu einer lokalen Gruppe haben, bitten wir das Anzeige. Okay, wenn ich beginne, klicken statt die Extraktion. Ja, das ist jetzt noch der Punkt in dem Spiel, der ganz interessant ist. Man muss halt hier versuchen, den durchzukriegen und das machen wir doch jetzt mal, ne? Wir müssen also irgendwo da oben hin. Das sind die Lebenspunkte des Agenten. Wo sind sie denn? Ah, hier unten.
Alles klar, viel Glück. Ja. Und jetzt? Hier ist leider etwas noch in Englisch, das muss noch übersetzt werden. I'm in a textile storage area and the police are looking for me. I could set a fire to create a division. Limit the damage. Okay. Hat geklappt. Wollen wir schließen, dann geht's weiter, oder? Okay. Okay. Da wurde ich entdeckt wiederum. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich kämpfen oder irgendwie sowas machen. Okay, da können wir ja nichts machen, außer vielleicht fliehen. Hat auch geklappt, aber wir sind schon wieder auf dem nächsten Sprung. Oh, da kommt eine Spezialeinheit. Aber das bringt uns nichts, wir wollen wieder fliehen. Oh, jetzt haben wir schon einen Hubschrauber. Ja, dann versuchen wir mal das Device zu bekommen. Okay. Geht's weiter. Und da gibt's jetzt wieder Rabatz. Wir können nur fliehen. Und schnell abhauen. Sie put in a shortcut, I need to go through a storage hangar. There's a guard, but he's facing away from me. Knock him out and take a shortcut. Okay, wir wurden nicht entdeckt dabei. Aber schon wieder haben die mich eingeholt. Ja, wir können nur fliehen. Das andere sehe ich jetzt nicht als sinnig an. Wir sind ja auch kurz vorm Ziel. Try to blend in and proceed on the... Ja, klar. Wir konnten dadurch abhauen, in Anführungsstrichen. Und, was passiert? Kann mir einer weiterhelfen? Da geht nichts mehr. Spiel ist hängen geblieben, oder was? Ja, schade, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob gerade was geladen wird oder nicht, aber kurzes Fazit, wie ihr jetzt das ganze Spiel im Endeffekt gesehen habt. Wir sind auf der Weltkarte am Dirigieren unserer Agenten, versuchen halt irgendwelche Wissenschaftler zu kidnappen oder zu überzeugen oder sonst was zu machen, damit wir unser Ziel näher kriegen. Wenn wir einen Wissenschaftler irgendwo rausholen wollen, dann kommen wir auf diese taktische Karte, würde ich so, oder Strategiekarte, würde ich sagen, und da muss man halt versuchen, den Weg irgendwie so frei zu kriegen, dass man halt am besten unentdeckt da rauskommt, was aber, wie wir gerade gesehen haben, mit den Spezialeinheiten etwas schwierig ist. Ja, das ist also das Spiel. Ich denke, es ist ganz interessant. Man muss halt schauen, dass man halt irgendwie diese 15 Punkte da erreicht, um das Spiel zu gewinnen. Macht eigentlich ganz viel Spaß, denke ich. Und ja, es war wohl nicht verkehrt. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei den Entwicklern dafür, dass sie mir den Key zur Verfügung gestellt haben. Das war sehr nett. Und ja, das Spiel soll, glaube ich, am 18. April rauskommen. Das ja nicht mehr ganz weit hin ist, wenn dieses Video rauskommt. Und ja, dann schauen wir mal. Vielleicht gucken wir mal noch eine Folge weiter. Oder nicht, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal noch überlegen, ob das Spiel jetzt hängen geblieben ist oder nicht. Weiß ich nicht, was ich hier machen kann. Sieht jetzt gerade nicht so aus, als ob hier noch was funktioniert, aber ja, ich guck mal. Und dann würde ich sagen, falls ihr mir noch nicht abonniert habt, dann tut dies. Wenn ihr einen Gefallen an dieser Folge gefunden habt, dann gebt einen Daumen hoch und ja, dann sehen wir uns in den nächsten Folgen, die da kommen werden. Bis dann, tschüss.